Der Joker fragt Pete's Meat: Wer von euch ist oft verschwenderisch, also Essen, Trinken, Geld, CSGO-Skins? Wer lebt von uns verschwenderisch? Also, ich glaube, keiner von uns lebt wirklich verschwenderisch auf. Also, ich weiß nicht, ob man das als verschwenderisch bezeichnen kann, sich bei CSGO irgendwie Skins zu kaufen, weil es ist, naja, seine Leidenschaft, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wenn man dafür Geld ausgeben muss, dann ja. Ich meine, nennen ja andere Leute auch nicht verschwenderisch, wenn sie sich Warhammer, hast du nicht gesehen, Figuren kaufen, weil es deren Hobby ist. Also ich kenne da eine Person, ja, das ist auch gar nicht so schwer, die ist sehr verschwenderisch. Der kann keine 5 Minuten sein Geld bei sich behalten und hat schon irgendeinen Scheiß gekauft. Sei es irgendwie so eine unnötige Uhr oder so Boxen, wo nichts drin ist, so andere Status Produkte, die kein Mensch braucht. Ja, das kann nur der Harley sein. Tja, ich würde sagen, eigentlich ich. Ich glaube, ich bin so mit der Verschwenderischste, was das angeht. Also nicht unbedingt was Essen angeht. Ja, doch, manchmal auch Essen. Manchmal hole ich mir dann einfach, weil ich vergessen habe, irgendwie so eine Sahne zu holen oder sowas, dann kaufe ich einfach nochmal so eine scheiß Sahne und dann vergesse ich es aber zu benutzen und dann läuft es ab und dann ist schlecht. Aber sonst glaube ich trotzdem, ich generell, ich bin einfach teilweise zu verschwenderisch. Ich muss das echt mir auf den Hinterkopf da hauen oder was auch immer. Das ist nicht cool. Ja, so sieht's aus. Also ich muss sagen, bei Skins und so kriegt man mich halt gar nicht. Also CSGO-Skins, League of Legends Skins und weiter interessieren mich eigentlich nicht wirklich. Das Spiel würde mir halt mit oder ohne Skins genauso viel Spaß machen. Wo ich tatsächlich mal verschwenderisch bin, ist, ich gehe halt relativ gerne essen oder auch mal halt gerne trinken. Und wenn ich halt trinken gehe, dann achte ich halt auch nicht so auf den Euro, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern dann gehe ich halt trinken und dann geht's halt los. Ja, und ich meine, das heißt nicht, dass man dann am Abend irgendwie 100, 200 Euro ausgibt oder so. Aber dann gucke ich halt nicht, ob ich jetzt 30 oder 40 Euro in der Tasche habe, sondern dann sind auch schon 50 Euro oder so, die dann einfach mal weggehen und dann ist halt auch okay für mich. Also da bin ich schon verschwenderisch, da achte ich da nicht drauf. Aber ich gehe halt auch nur weg, wenn ich von vornherein weiß, dass ich auch so weggehen kann. Wenn ich nämlich weggehen muss und darauf achten muss, dass ich halt irgendwie, ich kann maximal 3 Bier trinken oder so, dann habe ich da keinen Bock drauf und dann bleibe ich gleich ganz zu Hause. Kann ich für die anderen überhaupt nicht beantworten, da ich ja überhaupt nicht weiß, was die so für Ausgaben haben. So zwischendurch hole ich mir so ein Kram, irgendwie sowas, weil du jetzt selber schreibst, wie CSGO. Moment, also Essen gehe ich sau selten. Also in dem Bereich nicht. Trinken, also am Wochenende einen trinken, wo man dann halt richtig Geld ausgibt, gehe ich auch sau selten. Und Skins und so ein Kram und was man halt bei Steam so ausgeben kann oder ob das jetzt irgendwie bei Heroes of the Storm irgendwie solche Sachen sind, hole ich mir eigentlich auch ziemlich selten. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir da irgendwie jeden Tag oder jede Woche oder so irgendwelche Sachen kaufe. Generell, also ich kaufe mir irgendwie nicht so viel Bullshit, den ich brauche. Das kommt zwar auch vor, ja, ist ja klar. Aber ist jetzt nicht irgendwie jeden Monat. Also ich gucke auch monatlich mal, dass mein Geld da bleibt, wo es am Anfang des Monats ist. Definiere verschwenderisch. Also, meiner Meinung nach ist man nicht verschwenderisch, wenn man in einem Restaurant etwas bestellt, das nicht aufbekommt und dann nicht aufisst. Weil man lässt natürlich was übrig und verwertet quasi das gemachte Essen nicht. Deswegen war es Verschwendung. Aber man hat es ja nicht selber zubereitet. Man konnte es ja nicht wissen. Weil der Hintergedanke bei Verschwendung ist ja quasi die Absicht. Meiner Meinung nach zumindest. Und niemandem ist ja geholfen, wenn ich das dann mir reinquäle und dann Bauchschmerzen habe. Verschwendung wäre mit Essen sich bewerfen oder so ein Scheiß. Oder einfach mal, keine Ahnung, Biermord ist das Schlimmste, was es gibt. Bier umwerfen oder so, rastig aus. Geldverschwendung ist dann sowas, wo man etwas kauft, wobei man weiß, dass es eigentlich einem nichts bringt. Was aber schwierig ist, wie man das dann wieder definiert. Weil wenn man einfach irgendwas Dummes kauft, wie beispielsweise ein CSGO-Skin, ja, dann kann jemand, der außerhalb steht, sagen, das ist jetzt verschwendet. Wenn aber derjenige, der sich diesen CSGO-Skin kauft, da richtig viel Spaß dran hat und jeden Tag 3 Stunden CS zockt und diesen Skin anguckt und jedes Mal denkt, oh, was habe ich für einen schönen Skin, und dadurch seine Laune steigt, ist das ja kein verschwendetes Geld gewesen.
weil er sein Leben damit glücklicher gemacht hat. Deswegen Verschwendung mit der bösen Absicht dahinter, tatsächlich was zu verschwenden, so würde ich mich nicht nennen. Ich nehme Verschwendung manchmal in Kauf, beispielsweise bei Benzin, zugegebenermaßen. Weil ich weiß, dass es eindeutig spritsparender wäre, wenn ich nicht bei jeder Ampel anziehen würde wie ein Mongo. Oder wenn ich nicht 210 fahren würde, sondern 130 über die Autobahn und nicht immer beschleunigen und bremsen würde und sowas. Das ist tatsächlich von mir Verschwendung, wo ich weiß, dass es Verschwendung ist, weil so viel Zeit bringt es mir im Endeffekt dann auch nicht, das weiß ich auch. Aber der Fahrspaß, der ist es mir dann meistens wert, weil ich auch nicht so häufig fahre und sehr viel Spaß daran habe, Auto zu fahren. Deswegen ist es auch schon wieder fast nicht so unbedingt Verschwendung. Also da kann man lange drüber diskutieren.